Wenn dies der Wunsch des Imperators ist. Wo kann ich die denn jetzt mal rausholen, wo es sinnvoll wäre? Ich glaube hier oben. So, kommt ran, Männers. Los, los, los. Links! Erobern ist nicht schwer. Links. Wie leicht die Befehle dagegen sind. Wo bleibt die Unterstützung? Wenn dies der Wunsch des Imperators ist, alles im grünen Bereich, Sir. Befehl wird ausnehmen, Sir. Statt wir einfach mal hier oben bleiben und uns sammeln, die rennen in jeden Kampf rein. Ich meine, klar, ich weiß, das sind die Einstellungen hier, ne? Ich kann ja auch gut mithalten, lalala. Trotzdem doof. Lasst ihr sich doch mal gegenseitig da zerschnetzeln. Lasst sie doch machen. Wir könnten jetzt auf jeden Kontrollpunkt einen Horchposten setzen, um uns zu verstärken. Wir ziehen uns zurück hier in Deckung. Und greifen jetzt ganz, ganz langsam nach und nach hier von hinten an durch. Während die sich auch noch kloppen. Ist doch völlig gut. So, ich würde auch gerne weitere Upgrades durchführen, aber ich glaube, doch, das geht. Dafür brauchen wir nur eine Taktikzentrale und einen Maschinenseher. Der wird wahrscheinlich draufgegangen sein bei dem Angriff vorhin. Ja. Ah, die Türme sind schon zerstört. Also die Orks machen hier schon einen ordentlichen Aufmarsch. Naja, wir schaffen das schon. Hier ein Maschinenseher. Mit dem Maschinenseher können wir Sachen upgrade, neue Sachen bauen, dann können wir neue Sachen upgraden und lalala. Gefällt mir. Wir können aber gar keine Taktik, sind doch da. Okay, ich dachte, das geht nicht. So, bauen. Hier, macht hier weiter, dann machen wir hier mal wieder sowas. Da ausbauen und ein Trupp Putsch. Ein Lager haben wir noch auf Halde. Boah, wir kriegen richtig hart auf den Sack. Wir sollten echt die Punkte einnehmen und Horchposten draufsetzen. Damit wir feste Stellungen haben. Wenn wir sehen, wir kriegen hier sowas von hart auf die Nüsse. Können wir hier nicht ein bisschen zurückziehen? Ja, ich meine, das sind auch Bosse. Die sind natürlich stärker. Und von hinten das noch. Ey, wir kriegen ja richtig hart auf den Sack. Boah, einer im Bauen, 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 Bauen. Maschinenseher bauen wir noch einen neuen. Du. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Wir haben jetzt hier noch hier hingesetzt, damit die Orks innerhalb der Türme kämpfen sollen. Aber die Türme, die sind so viel wert wie ein Scheiß, ey. Die sind wert wie ein Furz in der Brandung. Die sind so nutzlos, das ist echt traurig, Alter. So balanced das Ganze. Das ist so ein Bolter-Geschützturm, der genau stark gegen Infanterieeinheiten sein soll. Einfach mal ausgelacht wird von Infanterieeinheiten. Ich glaube, ein Kultistentrupp hätte da gar keine Schwierigkeiten, irgendwie hier aufzuhalten. Naja. Diese Welle konnten wir abwehren. Und da wartet schon die, ja, das sind Panzerknackers. Ja, hört mal auf zu bauen hier. Wir werden mal einen Maschinenseher mit dahin bringen. Taktikzentrale ist hier gebaut. Das Upgrade läuft. Im Feldlager. Und du kommst her, um die Horchposten zu sichern. So wie hier bräuchten wir das eigentlich auch. Danke, ich Geist freue der Maschinen, euch helfen, dass zu du dürfen. Unseren Weg gesegnet hast. Eine echte Herausforderung. Okay, hier haben wir jetzt eine kleine Armee. Es ist meine die Pflicht kommen mit dabei. Für den Ruhm des Imperiums. Die Maschinen sprechen. Auch wenn es sich gerade doof anhört, aber mich nervt die Imperialarmee gerade ein bisschen. Durch die ganze Unfähigkeit, die wir hier beobachten dürfen. Halt so. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja noch, wer weiß. Du baust hier noch mal ein paar Generatoren. Zack. Zack. Okay, wir brauchen mehr Anforderungspunkte. Dafür sorgen wir ja gerade hier. Und wir haben das Upgrade. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Leute besser verstärken. Lasst mich unsere Männer unterstützen. Lasst mich unsere Männer. Die bauen wir jetzt wirklich erstmal komplett aus, bevor wir weiterrücken. Ich weiß, wir sollen die Ultramarines da unterstützen. Aber
vorerst. Wir erreichen so oder so nichts. Wenn wir da jetzt weiterlaufen. Ganz ehrlich, das ist Quatsch. Das macht kaum Sinn. So, wir machen hier das Upgrade. Und dann sind wir vielleicht auch mal von Nutzen. Wir speichern mal. Feldlager Upgrade. Doof. Keine Ahnung. So, und ich bin bereit, dem dann machen wir uns mal auf den Weg. Es ist mir eine Ehre. Waffen können wir noch upgraden. Plasmawaffen wären gut. Oder eben auch Granatwerfer. Machen wir hier Granatwerfer, hier Plasmawerfer, hier Granatwerfer, hier Plasmawerfer. So, weiter geht's. Mit ganzem Herzen. Ich bin bereit, dem Imperator. Dass man das nicht auswählen kann, dass die nur geschlossen zusammenlaufen. Bei Warcraft ging das, da konnte man dann immer sortiert, unsortiert die Leute marschieren lassen. Sehen wir ja, die sind hier, hier ist der Bewegungsbefehl und die positionieren sich hier. Das ist ja nicht mal eine kleine Abweichung, sondern die sind meilenweit wirklich voneinander weg. Das ist echt Quatsch. Das macht keinen Spaß so, sag ich ganz ehrlich. Das macht so einfach keinen Spaß. Wenn du ständig auf die Scheißleute hier achten musst, wo sind die jetzt? Sind die wirklich alle jetzt? Greifen alle an und... Dass wenn ich eine Elite-Truppe habe mit 15 Leuten, dann verstehe ich das ja viel auch, Mann. Ist das alles? Lasst mich unsere Männer unterstützen. Wenn ich eine Elite-Einheit habe, dann verstehe ich das ja vielleicht noch. Wenn ich eine Massenarmee habe, wie ich wirklich hunderte von Truppen unterwegs habe, ganz ehrlich, habe ich kein Verständnis für. Sind das schwere Einheiten? Geiler Name. Kann zwar enorm Schaden zufügen, muss ich aber lange aufladen, das wird wohl nicht so sein. So. Nur wir sehen, da machen wir kaum was an Schaden. Und die machen uns einfach hier die Basis kaputt. Interessiert kein Schwein. Wo ist unser Maschinenseher? Ist quasi schon erledigt. Da. Natürlich. Bauen wir halt mitten hier einen Turm. Ah, eine echte Herausforderung. Taktikzentrale. Mal weitere Upgrades noch machen. Ist wahr. Seid euch meiner Untergebenheit gewiss. So, der Turm hat da gerade einen Gegner und da Boltergeschütztürme, die auf unserer Seite stehen sollten. Tun es aber nicht so. Die sollten... Hier. Alle hatten den Befehl, den Kontrollpunkt einzunehmen. Niemand nimmt ihn ein. Niemand nimmt ihn ein. Der erste Trupp steht hier. Der zweite hier. Der dritte da. Der vierte da. Und der letzte hier. Da. Am Anfang. Wo die haben sich keinen Meter bewegt. Was soll das denn für eine Scheiße? Nimmt den Rotz jetzt einer und marschiert vor allem mal hierhin, wenn die angegriffen werden und nur die einnehmen und die anderen hier in der Base stehen. Das bringt uns genau nichts. Also bis jetzt hat mich das Spiel relativ selten geärgert oder sonst was. Aber die KI der Imperialen... Alter. Ich werde euch nicht enttäuschen. Egal, ruhig bleiben. Aber ich finde, es gehört auch dazu, wenn ich sowas hier mache, das Play-Gedöns, und mir was wirklich sauer aufstößt, dann darf ich da auch durchaus was zu sagen. Jedenfalls nehme ich mir das einfach mal so raus. So, wir können uns zu diesem Truppenlager hierher buddeln. Das geht. Ich will aber hier noch weiter rumlaufen und gucken, ob wir hier noch was einnehmen können. So wie das hier. Das möchte ich jetzt noch machen. So, da, die haben wir jetzt zerstört. Das Ding ist fast kaputt. Der Maschinenseher repariert nichts von alleine. Gut, nehmt das ein. Der Rest aufrücken, rütteln bitte. Und ich finde auch, es macht nicht viel Sinn, noch mehr von den Leuten mitzunehmen, weil mit dieser Mini-Anzahl der Leute kommen wir schon nicht zurecht. Wir kommen... Das ist Quatsch. Da ist die Frage, wie soll ich bei einer riesigen Armee mit denen umgehen? Ich kann... Natürlich jede Einheit einzeln auf die Taste legen, 1, 2, 3, 4, 5 und jede einzelne den Befehl geben. Nur ich dachte, wenn ich allen einen Befehl gebe, dann kriegen alle diesen Befehl. Das hatte in meinem Kopf Sinn gemacht, aber
Scheint so, als wäre das nicht das Ausschlaggebende hier. Ich finde die Map cool aufgebaut, um mal was Positives zu sagen. Ich finde das cool aufgebaut hier mit diesen absenkenden Gräben hier immer. Das finde ich ganz gut. So, da oben ist ein Ork. Der wird gleich von dem Geschützturm weggewämst. Da unten sind noch mehr Orks. Gleich können wir uns wehren. Wo bleibt die Unterstützung? Unterstützt doch selbst. So. Mit ganzem Herzen. Ich bin bereit, dem Imperator zu dienen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Erzittert vor meinem Zorn. So. Einnehmen. Weiter verteidigen. Der Maschinenseher von hier. Ist quasi schon erledigt. Der kann mal nachrutschen und überall Heuchposten hinsetzen. Die gehören uns auch, da kommen wir so noch nicht hin. Hier oben hat es nochmal einen Heuchposten, den wir noch setzen können. Hier unten auch noch. So. Im Grunde kommen wir ja ganz gut durch. Also es ist ja jetzt auch quatschig, jetzt ellenlang aufzuregen. Also wir kommen ja relativ gut durch, ne? Wir schaffen das ja. Ja, es ist trotzdem echt mühsam und ärgerlich teilweise. So, können wir hier in der Base noch was machen? So. Ja. Danke, Geist, wir reparier das Gebäude. Jetzt kann ich die Dinge auch ausbauen. Nee, ich bin froh, wenn die überhaupt mal gebaut werden hier. Seid euch meiner Untergebenheit gewiss. Es ist mir eine Ehre. Das gefällt mir gut. Ich bin bereit, du hast hier noch. Hier hinten wurde es von den Ork wieder eingenommen. Naja, sollen sie haben. Hier auch. Lol. Diese Chimären haben zwar schon bessere Tage gesehen, aber mit einigen Reparaturen werden sie uns gut dienen. Ich bin bereit, dem Imperator zu Chimären reparieren. Ja, wo haben wir denn hier in der Base den hier? Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Komm her. Dann hört auch vielleicht mal auf zu blinken hier. Sehr gut. Danke, dass du unseren Weg gesegnet hast. Die Maschinen kämpfen für euch. So. Seid euch meiner Untergebenheit gewiss. Wir können diese Chimäre nun einsetzen, um unsere Truppen unbeschadet an diesen Geschütztürmen vorbeizubringen. So, dann rutschen wir zurück, damit wir nämlich, wenn wir hier nur mit den Chimären durchkommen, dann zurückziehen, 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 heißt zurückziehen, Feuer einstellen, nur zurückziehen. Ja, das glaube ich dir nicht. Befehl erhalten, verstanden? Ne, tun immer so. Und dann war jetzt das echt Dreck. Ich mochte die mal. Was ist denn passiert? Was ist los mit euch? Früher wart ihr mal cool. Wie kann ich euch dienen? Naja. Wie kann ich euch dienen? Nur indem du die Fresse hältst und das tust, was man dir sagt. So. Wir gehen jetzt wieder auf Gebiet halten. Warten. Hier ist ja gerade einer durch die Gegend gerannt. Der hat hier die Heuchposten mal gesetzt. Haben wir noch 9. So. Er hier repariert die die Dinger hier. Sehr gut. Heize die Motoren. Und du auf eure Befehle, Sir. Wo sind die verfluchten Maschinenseher? Chimären stehen nun zur Verfügung. Schickt wieder raus, damit unsere Männer sicher transportiert werden können. Wie viele Leute kann ich pro Panzer einsetzen? Auto speichern. Wir ziehen in die Schlacht. Warte auf eure Befehle, Sir. Lasst mich unsere Männer unterstützen. Ja, der Kost. Ah, jetzt ist hier eine Anzeige.